So, hallo und willkommen zurück zu Plague Inc. Evolved. Let's play Plague Inc. Evolved. Das habe ich beim ersten Mal noch gar nicht gesagt, aber ich glaube, das ist fast überflüssig, weil es ja auch im Videotitel stehen dürfte. Ich wollte es bloß nochmal erwähnt haben, dass ich das vergessen habe zu sagen. Spielen wir jetzt diesmal mit einem Virus der zweiten Stufe, die man hier freischalten kann. Ein schnell mutierender Erreger, der extrem schwer zu kontrollieren ist. Was auch ein Problem für uns darstellen sollte. So, jetzt modifizieren wir das Teil erst nochmal. Bonus-DNA nehmen wir immer gerne. Darwinist, Increased Chance of Mutating. Das wollen wir nicht, denn dadurch wird das noch weniger kontrollierbar und dadurch müssen wir DNA investieren, wie wir das letzte Mal schon tun mussten, damit die Leute uns nicht zu schnell sterben. Terracite increases chance of plague spreading by land. Cool. Das haben wir letztes Mal freigeschaltet nach unserer Killing Spree in der Welt mit unserem Bakterium. So, das war's. Normal spielen wir, wie gesagt, wir sind normale Menschen. Beziehungsweise normale Killer. Letztes Mal waren wir Floppy. Ich hätte es auch Floppy Disk nennen können, denn diesmal spielen wir als CD-ROM. So. Play. Welcome to Plague Inc. Select Start Location. Ich liebe einfach Frankreich als Start Location. Einfach weil die Leute sich so gerne küssen und uns damit freiwillig bei ihrer eigenen Vernichtung helfen. Allerdings würde ich sagen, werde ich diesmal woanders anfangen, obwohl das Blödsinn wäre, weil, naja, es funktioniert halt so gut. Und warum soll man etwas ändern? Wir fangen diesmal mit in den USA an. Die Leute infizieren sich halt sehr gerne in den USA, wie jeder Mann weiß. Und deswegen werden wir jetzt auch mal erstmal schnell laufen lassen. So, jetzt haben wir schon 11 Punkte und damit werden wir das hier kaufen, wie beim letzten Mal auch schon. Die Drug Resistance, denn die haben ja ganz viele Drugs in den USA. Und dagegen müssen wir vorgehen. Und warten jetzt erstmal ein kleines bisschen, bis die Leute sich fröhlich infiziert haben. Es gibt erst 7 Infizierte. Das ist eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Ich konnte die Nachrichten gerade nicht lesen, die da oben durchgeflogen sind. Oh, da haben wir gerade DNA bekommen. Die sammeln wir noch ein und kaufen erst dann irgendetwas Schönes für uns. So, das ist auch sehr schön. Die Leute machen das ja praktisch freiwillig. Also warum lassen wir sie nicht einfach küssen und dabei die Viren verbreiten? Die Amerikaner machen das sehr sicher genauso gerne wie die Franzosen. Oder fast genauso gerne. In Frankreich gibt es fatalerweise auch noch ein Fest der Liebe, wo die Leute sich verstärkt küssen. Sehr praktisch für die Verbreitung. Deswegen mache ich das so gerne in Frankreich. So ländliche Gegenden, wie wir wissen, sind die USA sehr groß und teilweise auch sehr dünn bevölkert. Und wir müssen alle erreichen. Möglichst viel. Unsere ja, PR-Kampagne als Virus. Ja, Disease. Bla, Punkte. Projectile Vomiting. Also, bei allem was recht ist, das klingt lecker. Heavy Flooding in New Guinea. Wie gesagt, Fluten könnte man jetzt über Wasserverbreitung ausnutzen. Glaube ich. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. London Olympics Mystery. Wieso werden die London Olympics verschoben? Uns kennt doch noch keiner. Wir haben doch erst 220 Leute infiziert. Schiebt mal keine Panik. Was? Ach so, und eine Flughafenansage war das. Was haben wir denn noch zu bieten? Punkte haben wir. So, ach stimmt, ja, hier Insomnia, damit die Leute nicht so produktiv sind und uns nicht bekämpfen wollen. Jedenfalls nicht allzu früh. CD-ROM infects hundreds. Yeah! Der Aufstieg der CD-ROM wird unaufhaltbar sein.
Zumindest bis die DVD kommt. Okay. CDC, 20% of teen births are repeat. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Nachricht war. Transmission. Ah, das ist gut. Wir fangen damit zwar schon ziemlich früh an, was eigentlich ein Fehler ist, denn je früher man damit anfängt, desto mehr Zeit haben die Leute zu bemerken, dass es eine gute Idee wäre, die Vögel auszurotten. Ja. Böse Menschen, ich weiß. Es sind schon Leute gestorben. Das ist schlecht. Die Mexikaner haben wir jetzt auch schon infiziert. Ich glaube, wir müssen mal jetzt mal gucken. Ja. Das ist der Nachteil an den Viren und an allen, glaube ich, so ziemlich allen nachfolgenden Erregern, dass sie auch von alleine todbringende Symptome entwickeln und einen damit kräftig in den Arsch treten. Das ist ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Kanada haben wir jetzt auch, also praktisch ganz Nordamerika. Zentralamerika, Kolumbia. Ich dachte, da wäre Venezuela. Aber keine Ahnung. Hier ist Kolumbien. Da ist Kolumbien. Und keine Ahnung. Ja, die Länder sind so ein bisschen zusammengefasst. So. Ja. Macht mal schneller da. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Paranoia. Paranoia. Auch genannt. CD-ROM becoming scary. Ja. Unser Virus ist ziemlich... Alter. Was muss ich denn tun, damit... Ja, weg damit. Ich will nicht, dass die Leute sterben. Erstmal sollen sie sich infizieren und dann dürfen sie sterben. Ups, da habe ich gerade mal eben rausgeklickt. Ja. Oh, Deutschland. Yeah. Super. Back to the home country. So to speak. So, 3 Punkte haben wir. Was können wir damit machen? Gar nichts. Also weiter im Text. Zysten. Schon wieder? Achso, das war das hier. Das ist nicht tödlich. Das ist gut. Gut gemacht. Ausnahmsweise arbeitet der Virus jetzt mal für uns. Deutschland infiziert sich auch so ein bisschen. Wir brauchen bessere Antibiotikaresistenz. Wie viel kostet denn das? 26 DNA-Punkte. Das könnte ein bisschen dauern, bis wir das haben. Central America. Da wären wir. Okay, UK. Infected. Indonesien, cool. Das ist der Vorteil der USA, wie gesagt. Die Leute infizieren sich einfach überall, weil die Amerikaner überall hinfliegen. Australien, super. Gleich werden wir eine ganze Ansteckungswelle. Wow, halb Europa ist im Arsch. So. Oh, infektiöser als HIV. Super. Seizures. Alter. Alter. Okay, dann werden wir das mal schnell... Obwohl, nein, stimmt, können wir das hier entwickeln. Oh, DNA becomes more unstable, increasing random nee, will ich nicht. Ich will das nicht. Ich will mein Virus kontrollieren können. Das ist schlecht. Stand da gerade was von First Death in the USA? Alter, es sind schon 36.000 Leute gestorben. Habt ihr irgendwas verpasst oder was? Russland, USA starts work on cure. Ihr könnt mich doch mal... Okay, die sind schon alle infiziert, aber sie fliegen fleißig weiter in andere Länder. Das finde ich natürlich gut, dass sie so leichtsinnig sind, die Amerikaner. Oh, Island, sehr gut.
Okay, noch nicht wirklich. Die haben noch nicht wirklich am Heilmittel. Die Häfen haben sie geschlossen, aber die Flughäfen noch nicht. Eins muss man den Amerikanern lassen, sie sind sehr leichtsinnig und erleichtern damit die Verbreitung von Seuchen. Normalerweise wäre es ja schlecht, aber ich finde das gerade sehr sympathisch, diese Eigenschaft. So, was haben wir denn hier? Ich würde mal sagen, releasing pathogen into the air, yeah. Get your virus in the air, in the air. Okay. Hypersensitivity. Okay, die Recovery haben wir jetzt auch. Und Norwegen und Ukraine und die Ukraine ist hier sogar ein eigenes Land. Es gibt irgendwie kein Osteuropa, sondern. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das geht ja. Wow. Wahnsinn. Kommt mir ja gar nicht mehr hinterher mit dem Ausgeben der Causing Uncontrolled. Nee, keine Tumore. Bitte nicht, keine Tumore. Okay, das sollten wir an der Verbreitung noch ein bisschen arbeiten. Das hier, noch ein bisschen kreativ ausgegeben, die Punkte. Welche Länder fehlen uns? Oh, Grönland, Halbafrika, der Nahe Osten, die baltischen Staaten, Schweden und Finnland. Also sollten wir an der Kälteresistenz unseres Virus noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. Ich sollte mir eigentlich auch irgendeinen Wecker stellen oder so. Wow, 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 wow. Ich glaube, die sind kein Problem. Wow, 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 wow. Holy shit. What the fuck. So, welche Länder fehlen uns jetzt noch? Immer noch Halbafrika, Madagaskar und Grönland. Stimmt, an der Kälteresistenz würde ich arbeiten. Obwohl, Hitzeresistenz wäre wahrscheinlich besser. Ich entwickle einfach mal beides weiter. Yep, noch ein bisschen mehr Komplexität, um das Entwickeln eines Gegenmittels zu entwickeln. Beziehungsweise eines Heilmittels. Gegenmittels kann man es ja nicht wirklich nennen. So. Aha, mehr afrikanische Staaten. Ich glaube, das dürfte sich bald erledigt haben. Which can be fatal. Nein, fatale Sachen wollten wir nicht haben. Noch ein bisschen mehr Hitzeresistenz kommen. Ich weiß nicht, was das hier für Symptome sind, was die bewirken sollen. Anämie ist ja schon gut, aber das bringt uns ja nichts. Zumindest steht da nicht, was uns das bringen soll. Ich glaube, langsam dürften wir... was habe ich gesagt über Marokko? Schon wieder. Marokko und Grönland. Das sind wirklich... Und Grönland hat seinen Hafen noch nicht geschlossen. Das heißt, wir müssen an der Verbreitung über Wasser noch ein bisschen schrauben. Damit die Leute auf Grönland nicht mit Haut und Haar da davon kommen. Beziehungsweise ganz unbehelligt. Oh, wir haben mehr. Oh. Jetzt Grönland unser Erzfeind. Also unser letzter. Noch ein bisschen mehr Kälteresistenz. Hier gibt es auch super Resistenzen, die man entwickeln kann. Global Research Focused on Cure. Ja, schön und gut. Könnt ihr euch mal schneller infizieren? Germany Leading Global Cure Effort. Ich hasse euch, ihr Deutschen. Ah, jetzt haben wir auch Grönland. Super. Jetzt können wir weiter an Symptomen arbeiten, wenn sich die Leute infizieren. Vor allem an tödlichen Symptomen. Obwohl, noch nicht ganz an tödlichen Symptomen, weil sich die ganzen Leute hier noch infizieren müssen. Vor allem hier in den Teilen von Afrika, die wir als letztes erobert haben. Und diese Japaner, die arbeiten auch immer an einem Heilmittel mit. Wow, holy shit. Increase Infectivity.
Und hier Insanity und was haben wir noch? Strife, Infectivity Increased. Das ist erstmal auch noch gut. So, jetzt können wir aber schon Viral Instability entwickeln und so weiter. Langsam bringt das ja auch was. Und sie infizieren sich auch. Necrosis Symptom. Ich glaube, Necrosis Symptom, das war. Wo war das denn nochmal? Ah ja. Dash, Swath and. Decomposed Bodies remain a vector of transmission. Also die Leichen können auch noch den Virus weiterverbreiten. Das, Norway puts curfew. Ich glaube, das hat jetzt wenig Sinn. Ihr Norweger, habt den Schuss nicht gehört? Ja, jetzt mutiert unser Virus fröhlich vor sich hin. Wir brauchen eigentlich fast nichts mehr zu machen. Der Virus mutiert schon von alleine und tötet die Menschen on the go sozusagen. Oh, Spanien verfällt in Anarchie. Das ist ja fast wie in der realen Welt. Hier gibt es ja auch ständig Demonstrationen zurzeit. Wie man das aus den Nachrichten so mitkriegt. Vor allem, was jetzt Kürzungen angeht. In welchen Etats. Bildung und ich glaube Gesundheit auch. Habt ihr jetzt kein Detailwissen? Poor countries, very vulnerable. Potentially lethal, yeah. Jetzt können wir uns echt daran machen, die Menschen zu töten. Und es geht sehr, sehr schnell, wie man das sehen kann. 160 Millionen, obwohl es sind noch ein paar Leute übrig. Let's be honest. Etwas zu viele Leute. CD-ROM Mutation Patterns Extraordinary. Ja, die verstehen uns nicht, weil wir so wahnsinnig komplex sind als Krankheit. Und Spanien hat die Flughäfen immer noch nicht geschlossen? Warum? Okay, es fliegt keiner mehr dahin, weil alle anderen Flughäfen schon geschlossen sind, aber trotzdem. Total Organ Failure Symptom. Okay, jetzt dürfen sie... Oh, wow, wow, ich habe nicht aufgepasst für ein paar Sekunden. 10.000. Oh, das war nur Spanien. Okay, 6, wow, holy shit, 100.000, 80.000, 40.000, 20.000, 3.000, Alter, das ging jetzt aber wahnsinnig schnell zum Ende hin. So, das war der Virus, den wir diesmal in 633 Tagen, ich weiß gar nicht, wie lange das letzte Mal gedauert hat, ich glaube, letztes Mal war es noch ein bisschen langsamer, der Virus ist jetzt zum Ende hin wirklich wahnsinnig schnell mutiert und hat die Leute dahin gerafft wie keine andere Krankheit, die ich hier jemals entwickelt habe. Und diesmal hat es sogar beim ersten Mal geklappt. Also, ja, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch diesmal auch wieder gefallen, wenn euch das letzte Video gefallen hat. Es wird auch weitere geben. Beim nächsten Mal entwickeln wir einen Pilz, glaube ich. Ein Fungus, ja, und lassen den sich über die Welt verbreiten und hoffentlich die Menschheit ebenso schnell auslöschen oder noch schneller als der Virus dieses Mal. Also, bis dann, ciao, ciao.